So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Und ja, mein glücklicher Frost, das heißt, ja. Zeit, keine Zeit zum Sitzen. Gut, und herzlich willkommen zur Onksventure wieder. Wir haben letzte Folge Karaza und Sergeant Rums geholfen. Und wir haben unseren feinsten Zwirn für das Vorstellungsgespräch. Und jetzt noch Sofa. Mein glücklicher Frost, das frohe Sofa. Manchmal verschwinden äußerst nützliche Sachen in die Sofa ritzen. Ich könnte mal zwischen die Sofas schauen. Ja, mach mal. Was haben wir denn hier? Ein Bonbonspender mit gelbem Newell-Kopf. Wo kommt der nochmal her? Ah, der muss aus dem Waisenhaus sein, aus dem ich meinen Weihnachtsbaum habe. Das soll ich danach aufnehmen. Ein gelb Newell-Bonbonspender. Gelb Null Bonbonspender. Ich gönn mir meinen Bonbon. Aua! Hey, deswegen weißt du, wenn einfach so ein Bonbon zu nehmen. Der Spender will so wenig Bonbon ausdrücken wie Gelb Null Half-Life 3. Ja, ja, stimmt. Hey, Bonbon, sag ich mir Rums? Warum nicht? Willst du ein Bonbon, Rums? Vergiss es, ich werde nie wieder Bonbons von dir annehmen. Ach komm schon, auch wenn es kein Bonbon war, es hat trotzdem nach Zitrone geschmeckt. Geh mir weg damit! Na gut, dann nicht. Bonbonspender. Karaza. Karaza, möchtest du ein Bonbon? Na klar! Hier nimm eins. Aua, das Ding hat mich gebissen! Gabe N will mir kein Bonbon geben. Geben und geben, verstehst du? Oh Mann, der Junge schafft es selbst den lächerlichsten Streich noch dämlich anhören zu lassen. Was denn jetzt? Bekomme ich noch ein Bonbon? Ich glaube, du hast weiß genug Zucker für heute. Alter, Mama, meine Stimme kackt ab. Boah. Das ist ja eine South Park-Folge, wo Randy seine Unterhosen scheißt. Genauso fühlt sich meine Stimme gerade. Am Unterhosen. Guessing falsch. Ich glaube jetzt mal hier rein, und zwar in die Arbeitskammer. Oh fuck! Der Renner steht erst bei 1%! Ja, Render. Das muss wohl, da muss ich wohl nachhelfen. Ja, Render 1%. Ich hab's mit Glück. Es ist schwer, aber ich habe rote Augen. Facecam. Mit der Kamera filme ich mich bei Let's Game belaufen haben. Okay. Videokonverter. Der wandelt das Kamerabild zu eigenen Hardware-Sprite um und blendet es in-game ein. Da bitte, dass ich mal recht habe, eine Aufnahme. Okay. Starttippgabe. Da brauche ich noch mehr Spannung. Okay. Aber das schön, dieser Tisch, der nur von Red Bulldosen gehalten wird. Ach du Scheiße. Kühlsystem. Da ich für die Kühe meines Rechners. Das flüssige Fett bekomme ich von Bretzis Bartbucke, buchte um die Ecke. Seit dem Pompetieren, das Sohn im Imbiss auf ist, hat der Fettausschuss stark zugenommen. Nam nam nam, Pickelfett! Guter Kings und I want to believe. Ja. Das Feld ist noch nicht ranzig. Es muss nicht getauscht werden. Übrigens, ja, XXX. Oh no. Ich gehe mal näher ran, um zu sehen, was noch so da steht. Aber ich kann es nicht mal lesen. Scheiße, schlechte Augen. Ich meine, ich trage eine Brille. Wie soll ich das so erkennen? Das ist Game Controller. Diese alte, keine Ahnung, vielleicht Commodore PC? Mein Arbeitsgerät, damit nehme ich einen Let's Game Lauf. Nur ist die Geste arschlamm, besonders was Rendern betrifft. Aber irgendwann habe ich einen NASA-Rechner. Ja, ja, ja. Da, vielleicht zu dem ist mein ein NASA-Rechner. Aber ich nächste mit dem Turbo-Schalter zu drücken. Ist echt schon gedrückt. Übrigens, heute ist der. Das sind jetzt vierte Punkte folgen. Was kommen zum Beispiel Bowser und Rage. Und es ist der 12.8. Samstag. 2017, für die, die es entweder aus der Vergangenheit, mein Channel hat einen Wurm noch erfunden, oder die aus der Zukunft gucken, wenn ich schon alt bin, dann, ja. Bravo, ich habe das Haus gehauen und heute kann ich meine Festplatte möglicherweise schon anbauen und Portal 3 auf. Portal 3? Ja, schon nicht mal Portal 3. Aber also, Portal 3 wäre Hammer. Egal, auf jeden Fall, ich quatsche wieder so viel, die Folge wird länger. Ein paar Folgen rausholen. Nee, ihr könnt das überspringen, wenn ihr wollt, aber ich werde vielleicht Portal 1
aufnehmen und vielleicht am nächsten Tag Portal 2 mit dem guten Nexus. Und ja, ich werde den echten Namen extra nicht sagen. Ich kann es ruhig Fabian nennen. Ich meine, Fabi TTM. Was denkt ihr sonst, wie ich heiße? Fabius? Okay, das war vielleicht möglich. Ach, egal. Ich kürze wieder zu viel und ich werde mal Zockerhocker. Auf den nehme ich grundsätzlich nackt meine Let's Gamels auf. Nein, ich habe gerade keine Zeit zum Sitzen. Umsterben möchte ich auch nicht. Turboschalter drücken. Er ist bei den nächsten Turboschalter zu drücken. Er ist schon gedrückt. Zu den früheren DPCs der Turboschalter. Mediatheke. Meine private Spiele und Spielsammlung. Einfach nur Spielsammlung. Meine Spielsammlung sind jedoch Genre. Da ist eine ganze Klassiker dabei. Keine Zeit. Okay. Und hier ist noch eine Diskette. Ein Nadeldrucker. Der Nexus. La Lampenkabel mit Glühbirne. Die Auflichtquelle in diesem Raum. Zeigt an einer engen Sicherung, da ich manchmal Kurzschlüsse verursache, wenn ich beim Zocken meine Abo reiße. Oh ja, das kenne ich nur, ich habe keine Lampe. Aber ich breche mir fast meine Arme dabei. So, ja! Das was selbst du machst, aber. Nein, so schön. Alles. Die Bleistifte. Die Bleistifte ist mir vorhin nicht aufgefallen. Ah, wie geil. Wir können auch ausmachen. Ein Lichtschalter. Damit blickt man die Glühbirne zum Leuchten. Die da vielleicht näher am Computer von der Decke hängt. Aber zum Glück hängen beide nicht an derselben Sicherung. So, Ränder. Dann müsste sie jetzt eigentlich das gehen. So, die Dübel am Kabel kann ich nicht abschneiden. Naja, so. Nur Bonbonspender. Gerade Ausgaben sind so scharf, dass man mit Stahl durchgreifen könnte. Grüßt euch, ich hab's ihn auch nicht gesehen. Mit Gaben könnte ich den das Kabel ist problemlos durchtrennen. Huch! Loses Lampenkabel mit Computer. Muss noch ein anderes Spiel. Computer. So, der Computer ist mit einer zusätzlichen Spannungsfelle verbunden. Das dürfte ihn ordentlich beschleunigen. Dann wollen wir mal. Aber vorher noch einen Sicherheitshinweis. Liebe Kinder, macht das keinenfalls zu Hause nach. Und wenn doch, wascht euch wenigstens davor die Hände, da es einen schönen Stromschlag gibt. Und läuft auf! Huch, was war das? Ich stelle mich vorerst auf aus. Ja, leckt mich am Arsch, die Sicherung ist rausgeflogen. Spielmotz! Ich glaub, das spiel nicht rum. Das Ganze wird noch explodieren, hat er glaub gesagt. Ich bin gerade nicht sicher. Scheiße. Sicherungskasten. Ei, Wucht. Der ausfliegende Sicherung hat die Tür des Sicherungskasten aufgedrückt. Was ist die Wucht? Ach, egal. Ich mach das Kasten zu, sobald die Sicherung wieder drin ist. Muss die Sicherung für die Deckklappe meines Arbeitszimmers sein. Solange der PC nicht ausgeht, aber bitte ich 0% Render. Ich nehme sie lieber mal mit. Nimm die Tour, guck das. Ey, ich setze mal wieder ein. Scheiße, da kann ich mich nicht mehr erinnern. So, gestern ist der. Nächster Versuch. Das ist doch nicht wahr. Ich werde nicht schon vorsichtig davon. Muss verhindern, dass die Schelle hier ausspringt. Ich würde dir gerne helfen, aber. Was sagt denn hier ständig? Gibt's noch mehr Gespräche, wenn sich jetzt das eine wiederholt dann? Nächster Versuch! Ist nicht wahr, ich. Ja. Ja.
Ja, das wiederholt sich noch. Und noch einmal. Geben. Ich nehme mich wieder. Als Lebstoff können die sich unter anderen immer rauszuspringen. Also ich habe mit meiner Lebstofftuba nicht aufgedreht. Was will ich denn sagen, ich die Kappe von der Tube nicht aufbekomme? Ich komme die Kappe nicht von der Tube auf. Sie ist mir nicht verklebt, sondern nur fest verschraubt. Wenn ich mich nur von Pizzas zu Cook ernähren würde, hätte ich noch mehr Kraft. Also? Das würde ich wollen. Und ich will es auch nicht. Nee, ich will auch nicht ansehen. Da muss ich überzeugen. Das muss ich überzeugen. Deswegen ziehe ich am besten noch nicht an. Das hätten wir sonst. Klebstoff. Hey, wie groß war uns will? Ich hab von der Klebstofftube aufgedreht. Sicher, gib her. So, hier, bitteschön. Was war jetzt das Problem? Danke, du bist wirklich ein Schatz. Leider ist mein rechter Arm nicht so durchtrainiert wie deiner. Du mich auch, Ock. Fick dich auch ins Knie. Okay. Der Klebstoff wird die Sicherung daran hindern, immer rauszuspringen. Mir ist immer noch nicht ganz wohl mit dem Leim im Inventar. Die Klebstofftube war immerhin verschlossen. Das hat doch mit dem Mund gemacht. Das klingt sicher voll scheiße. Oh oh. Ich glaube, da ist etwas Klebstoff daneben gegangen. Was? Ich bekomme mein Vital nicht mehr auf. Ich bekomme es nicht auf, es ist depressed. Oh ja. Oh, das wird mies. Legeprodukte. Vielleicht ist der Nagellack-Fan auch Klebstoff. Was löst er? Klebstoff vielleicht auf. Ich könnte damit versuchen, ein verkleidetes Inventar zu öffnen. Was wollte ich? Ich brauche eigentlich nicht so viel vor. Oh mein Gott, wie das brennt! Seine Stoffe scheint sich gerade zu lösen. Und du liebes Break. Oh, war ja richtig schlimm. Wir haben jetzt wieder ein zweites. Nice. Alter. Warte, kann ich dir das ausnehmen? Warum brauche ich nichts mehr davon? Ich. Ella. Sicherungskasten. Das dürfte die Sicherung fest in ihrer Haltung bleiben. Au, oh. Ich glaube, ich kann das Play schon beenden. Das Mini-Let's Play 3 Folgen. Jetzt muss alles klappen. Hoffentlich. Es wird klappen. Bing. 100%. Easy going. CD-Laufwerk. Also das CD-Laufwerk mit CD. Nimm. Let's game a video. Check. Yes, und CD. Ey, wirst du nicht wollen. Und ich will es auch gar nicht. Kann man. Was will ich damit? Was will ich damit? Okay, gehen wir mal. So, ich habe alles, was ich brauche. Auf zum Vorstellungsgespräch. Kommt, Jungs, wir können gehen. Schnell, wir müssen uns. Ach, Stiete. Das habe ich ganz vergessen. Stairway to hell. Also sonst. The End. Das ist das Ende, oder? Das ist einer der Gründe, warum ich meine Einkäufe bis zur Haus Wohnungstür liefern lasse. Und Mentor ist nun vorbei. Ihr könnt es selbst vorlesen und ich muss noch synchronisieren. Ja, es kommt noch was.
Hey Jungs, ihr seid ja auch hier. Doch, wir wollen uns doch nicht verabschieden. Wo seid ihr? Es ist so dunkel hier. Das sind die kleinen Skater. Mir ist kalt. Mit dem Stefan Raab lächeln. Ernsthaft. Das ist so ein Stefan Raab lächeln. Das ist immer so. Das sind nicht besonders viele Tester. Das ist wahr, ja. Ich glaube, ich bin blind. Die Rückmeldung der Tester war offensichtlich nicht so groß. Unser Entwickler hat keine Freunde. Mir ist schlecht. Das ist doch ein Rahmenlöcher. Das Beste im Spiel. Nicht. Der Gruß ist auch nett. Das sah schon rum. Leute, komm hier und zu. Ja. Na, wer da wohl gemeint ist? Tja, eigentlich ist das offensichtlich. Ist das Schlupe nicht davor gesetzt, dass wir morgen sagen, dass das gar nicht stimmt? Weil bei den Individuen sind. Ah, du Schrunk! Strunk, du hast den Namen auch nicht Ende. Ich hab Hunger. Du kennst doch das Haupt und ich alles komplett. Toll, sag mir, wie ich schon her. Finde ich auch. Schon irgendwie. Was der gute Helfer hat, anspüren wir, was der gute Helfer ist. Ein Kopf runter, es geht nicht weg. So wie das keine Referenz zu Highwater sein soll. Ich glaube nicht, man kriegt die Musik im Treppenhaus los. Also mich nicht auf! So Spielverderber. Er hat lange noch gearbeitet, ich kann verstehen, wenn ich will jetzt anderes nicht da gehen. Ich muss mal. Sag mal, was ist eigentlich mit Karaza los? Ich glaube, er hat seinen Nagellack getrunken. Awful luck. Hängt das geht für uns auch nicht mehr im Metall. Das hat das einiges. Ich glaube, den Griff, ich mal mit dem Griff von Marzipan am Morgen. Die Pan im März, verstehst du? Okay, wir sollten die Sache hier langsam melden. Was ist das? Was ist mit Hand? Eine Frage hätte ich noch. Warum trage ich nun ein Feenkostüm? Ich weiß auch nicht, was die Entwickler dazu gegründet hat. Vielleicht will er damit verantworten, dass die Vorfassung dieses Advanced In-Game-Store haben wird, mit dem man das Spiel mit Hilfe Micropayments immer teuer zu unnützen Skins kaufen kann. Das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Oh, doch hat er. Schnell weg hier. Yeah. Oh, hallo, schöne Frau. Frau, nicht! Beste, das Ende. Kommt noch was? Das war Unsventure! Wir haben keinen Spielstand, weil ich weiß nicht, was ich gebraucht habe. Das war eine kleine Aufnahme.
Jetzt ist der Bildschirm schwarz. Was soll ich machen? Na, ciao, liebe Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt noch X-Venture aufnehmen. Weil so heißt es, dass es das Christmas-Special ist. Werde ich auch noch raus. Oh mein Gott. Ich hoffe, die Folgen werden noch ein bisschen länger. Weil bei einem Rätsel hänge ich mal ein bisschen. Und so, ja. Viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schönen Tag noch. Ciao.